Liebe Freunde, wenn man Angst im Wald hat, beginnt man ein lustiges Liedchen zu pfeifen, um seine Angst zu überwinden. Unsere Mainstream-Medien, die haben geradezu Angst ohne Ende und die pfeifen auch ein lustiges Lied. Ein lustiges Lied voller Unsinn. Sie wollen mehr wissen? Jetzt geht's los. Ja, liebe Freunde, gestern war ja die Kommunalwahl in Thüringen und ich werde Ihnen gleich mal zeigen, wie es definitiv ausgegangen ist, insgesamt mit den Stimmen. Und wenn ich Ihnen das gleich zeige, holen wir uns vorher noch einmal einen Kommentar unserer heißgeliebten Tagesschau, also der Sendung für das betreute Denken, für die sehr alten Leute, die mit dem Internet nichts anzufangen wissen und die sich dieses Propaganda-Magazin noch ansehen. Aber wir gucken mal. Ich blende das mal ein. Hier ganz groß, 5 Erkenntnisse aus den Kommunalwahlen. Wir wollen uns das gar nicht alle ansehen. Wir wollen einfach mal auf eine Sache gehen. Hier wird ganz groß gesagt, Trend der AfD scheint sich zu drehen. Die AfD kommt in 6 Kreisen und so weiter auf 30% oder mehr. Solche Zugewinne waren erwartbar. Als vor 5 Jahren die Kommunalwahlen stattfanden, stand die AfD in landesweiten Wahlumfragen bei 20%. Heute sind es um die 30%. Also 50% mehr. Von 20 auf 3, oder nicht ganz 33, nee, doch 50% mehr ist schon richtig. So sieht es aus. Und dann wird hier rumgeblubbert, dieses Mal, oder damit deutet sich eine Trendumkehr an. Vom Wachstum zur Niederlage oder wie oder was? Was pfeift ihr von den Dächern? Ich zeige Ihnen mal das eigentliche Ergebnis hier. Wahlen in Thüringen. Schauen Sie sich das mal an. Das sind die Prozente, die die Parteien 2024 erreicht haben. Und das sind die Prozentzahlen, die die Wahlen 2019 erreicht haben. Und das hier sind die Verluste oder auf der rechten Seite die Gewinne. Und was sehen Sie denn da? Gucken Sie mal bei den Linken. Die hatten vor 5 Jahren 14%, jetzt haben sie noch 8,9. Das sind 5,1 Prozentpunkte weniger, also insgesamt haben sie rund ein Drittel ihrer Wählerstimmen verloren. Hier haben wir die AfD, die hatte vor 5 Jahren 17,7% und jetzt haben sie 25,8%. Das ist also auch rund knapp 50% mehr. Von 17,7 auf 25,8. Also absolut auf 100 gerechnet 8,1, aber die haben auf einmal 50% mehr Wähler, als sie vorher waren. Die CDU ist ungefähr gleich geblieben. Das wundert mich, dass es immer noch solche hartnäckigen Kandidaten gibt, die diese Partei, die das Land seit 2005 bundesweit ruiniert hat, immer noch wählen. Gut, muss jeder selber wissen. Die SPD ist von 13,4 auf 11,5% abgebröckelt. Die haben also rund auch so 10-15% ihrer Wähler verloren. Die Grünen sind von 7,5 auf 4 abgebröckelt. Die haben also fast die Hälfte ihrer Wählerschaft verloren. FDP, die war schon damals nicht ernst zu nehmen, heute brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Liebe Freunde, der einzige richtige Wahlgewinner ist die AfD. Die haben um 50% zugelegt. Und da wird dann in den Staatsmedien rumgeblubbert und gesagt, das Aufstreben der AfD hätte sich nun mal gedreht. Es würde mit der AfD bergab gehen. Liebe Freunde, das kommt mir vor wie zu Zeiten der DDR, als es die Wahlen gab, wo die SED immer 98% oder 99% gehabt hat. Da wurde dann auch immer gesagt, fantastisch, toll, großer Erfolg für die SED. Und hier werden die eigentlichen Zahlen total verdreht. Die beiden Wahlgewinner dieser Wahl sind die AfD. Na gut, die CDU ist zumindest gleich geblieben. Alle anderen haben abgewirtschaftet. Wenn Sie sich die Ampelparteien ansehen, das ist vorbei. Die Grünen kommen nicht rein, die FDP kommt nicht rein. Und die SPD, gute, das ist eine Kreistagswahl, das ist nochmal eine andere Situation, da steht sie wahrscheinlich besser da, als wenn man dann die Landtagswahlen im September hat.
Aber so wie es aussieht, glaube ich auch, dass die SPD in den Landtagswahlen auch nicht mehr reinkommt. Dann ist die komplette Ampel weg. So sieht es nämlich aus. Also wie gesagt, die wahren Zahlen wollen sie alle nicht wahrhaben. Das ist unglaublich. Die AfD hat gewaltig zugelegt und wird in den Medien zum Wahlverlierer. Zum Wahlverlierer abgestempelt. Wo leben wir eigentlich? Aber gut, wir können ja ganz gelassen der Zukunft entgegensehen und schauen dann mal, was im September ist, glaube ich, die Wahl, wie es dann so aussieht. Wie gesagt, bei den Landtagswahlen wird es noch ein bisschen anders aussehen, aber ich glaube nicht, dass irgendeine Ampelpartei hereinkommt. Ich hatte aber schon in früheren Videos mal gesagt, die Wagenknecht-Partei wird mit hoher Wahrscheinlichkeit reinkommen und ja, möglicherweise ein zweistelliges Ergebnis erreichen. Denn dieses Feld, was Sie hier sehen, darunter ist ja auch die Wagenknecht-Partei. Und was ich schon in meinen vorherigen Videos immer wieder befürchtet hatte, ist, dass die CDU, weil es die SPD, die Grünen und die FDP da nicht mehr gibt, möglicherweise eine Koalition dann bei den Landtagswahlen mit den Linken und der Wagenknecht-Partei eingehen wird, weil sie es mit einem Koalitionspartner wahrscheinlich nicht schaffen wird. Dann aber gute Nacht, liebe Freunde. Dann aber gute Nacht. Aber vielleicht gehen ja noch Zeiten und Wunder und die CDU beginnt man über ihre Brandmauer nachzudenken und aufzuwachen. Wenn sie nämlich dann im September mit den Linken und der Wagenknecht-Partei möglicherweise koalieren, dann werden auch die letzten CDU-Wähler, die noch in ihrem Dornröschenschlaf liegen, vielleicht aufwachen und sehen, dass das keine gute Entscheidung war, die CDU zu wählen. Denn wenn sie die CDU wählen und sie bekommen dann die Kommunisten, das haben, glaube ich, die CDU-Wähler zu keinem Zeitpunkt gewollt. Und auch die jetzigen, die immer noch die CDU wählen, werden das sicherlich nicht wollen. Ich würde ganz gern mal wissen, wie sich die Altersstruktur der CDU-Wähler aussieht. Ob die CDU-Wähler die gleichen sind oder zu einem großen Teil deckungsgleich, die sich noch das betreute Fernsehen ansehen, also Tagesschau, Tagesthemen, Heute-Magazin und so weiter. Ich befürchte fast, dass es so ist. Aber wir werden hier sehen, was passiert. Also in Thüringen wird es im September entweder noch deutlich schlechter gehen als bisher oder es wird deutlich besser gehen. Aber gut, liebe Freunde, das war es als kleiner Beitrag zu der Kommunalwahl. Bis zum nächsten Video.